Wieder einmal zum Bodensee und Treffen alter Schulfreunde. Der Freizeitwert im Sommer und die guten Radwege wurden bereits angesprochen. Diesmal geht's mit dem Bike über den Bodanrück nach Litzelstetten nahe Konstanz. Es gibt herrliche Aussichten auf den Überlinger See. Während einer Pause im Hafen von Wallhausen gingen meine Gedanken zurück an die AK-Zeit. Den Surfschein machte ich 1976 in Bodmann. Einige Überstunden und Mitfahrgelegenheiten mit dem Segelboot hielten in mir die Faszination Wassersport lange wach. Mitte der 80er machte ich den Segelschein. Über 10 Jahre hatte ich einen Liegeplatz am Chiemsee. Jährlich wurden 15 bis 25 Regatten gesegelt und wir hatten schöne Erfolge. Weiter führt der Weg nach Litzelstetten zur Familie Wolgram. Dieters Schlusswort beinhaltet ebenfalls die Freizeitaktivitäten. Nicht nur studiert haben wir, sondern wir haben auch ein sehr geselliges Leben in Radolfzell geführt. Unser Stammlokal nach den Vorlesungen war immer die Münsterstube, wo wir sehr reichhaltig uns getroffen haben. Dann der Pub in Radolfzell, viele werden sich daran noch erinnern. Auch das Abendessen haben wir oft gemeinsam eingenommen, Ausflüge gemacht, Segelschulen gemeinsam besucht, Skiausflüge und Bootstouren. Es war immer etwas bei uns los. Weitere Bilder zeigten mir die Freundinnen Erika und Evi, welche mir mehrfach Gesellschaft leisteten. Vor 40 Jahren in Radolfzell erlebte ich eine tolle Zeit. Herzlichen Dank.